Dritte Liga mit einem echten Ostsee-Duell. Hansa Rostock nämlich gegen Holstein Kiel. Kiel, ja, das ist der deutsche Fußballmeister von 1912. Frisch aufgestiegen in die dritte Liga. Die Truppe beendete eine zweijährige Regionalliga-Zeit durch den entscheidenden Sieg bei Hessen Kassel und feierte gebührend. Rostock dagegen mit sehr viel Tristesse für die Fans in der letzten Saison. Der Abstieg wurde knapp verhindert, es wurde also verändert, es wurde umgebaut. Und so stand heute mit Andreas Bergmann wieder mal ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Hendrik Deichmann. Elf neue Spieler, eine komplette Mannschaft, hat Andreas Bergmann, der neue Steuermann auf der Hansa-Kocke, an die Ostsee gelotst. Heute vor stimmungsvoller Kulisse stehen sieben davon in der Anfangsformation. Hansa in Blau nach der schlechtesten Saison in der Vereinsgeschichte mit nur drei Rückrundensiegen um Wiedergutmachung bemüht. Den besseren Beginn aber zeigen die Gäste. Kasior, der Kapitän der KV Holstein. Erste Prüfung für Hansa-Torhüter Hane. Kiels neuer Coach Carsten Neitzel, zuletzt beim VfL Bochum, vertraut im Wesentlichen der Aufstiegself. Nur drei neue im Team. Einer von ihnen Torhüter Maximilian Riedmüller von Bayern München 2, zum ersten Mal nach einer Viertelstunde im Mittelpunkt. Viel Hektik, viel Kampf und Krampf in der ersten Halbzeit dieses Ostsee-Derbys. Unzufrieden auch Hansa-Trainer Andreas Bergmann. Vor allem spielerisch hatte sich viel mehr versprochen. Von zwei schwachen Mannschaften, der Aufsteiger aus Kiel, noch die bessere. Einziger Lichtblick bei Hansa, die Fans, die 45 Minuten lang ununterbrochen Stimmung machen. Nach Tor und trostloser erster Halbzeit gibt es Redebedarf bei Rostocks Trainer und seinen Spielern. Bergmanns früherer Co-Trainer beim VfL Bochum, Carsten Neitzel dagegen, kann trotz zwei Wochen weniger Vorbereitungszeit zufrieden sein. Hansa in der zweiten Halbzeit um mehr Tempo, schnelleres Umschalten bemüht. Aber so wie in der vergangenen Saison, als in 19 Heimspielen ganze 17 Türchen gelangen, fehlt es auch heute offensiv an Durchschlagskraft. Kiel hat keine Probleme zu klären, Bergmann dagegen viele, um mehr Schwung ins Hansa-Spiel zu bringen. Eine Stunde vergeht ohne große Aufreger, dann aber dieser lange Kieler Ball auf Marcel Schied. Und Jörg Hanel klärt vor dem Strafraum mit dem Unterarm. Schiedsrichter Bandurski zögert keine Sekunde. Zückt rot. Platzverweis für Jörg Hanel. Richtige Entscheidung. Denn der Hansa-Torhüter blockt den Torschuss ganz klar mit dem Unterarm. Hansa Rostock nur noch zu 10. Johannes Brinkies geht jetzt ins Tor. Der anschließende Freistoß. Schnell ausgeführt von den Kielern, zu schnell nach Meinung des Schiedsrichters, der den Ball noch nicht freigegeben hatte. Die Folge gelb-rot für den Kieler Heider. Eine harte Entscheidung. Jetzt wieder ausgeglichene Verhältnisse auf dem Platz. 10 gegen 10 und der zweite Versuch, den Freistoß auszuführen. Kasior, Brinkies, Gebers und erneut Johannes Brinkies. Der 21-jährige Torhüter in der vergangenen Saison noch die Nummer 1 bei Hansa beweist, dass er weit mehr als nur ein Ersatz für Jörg Hanel ist. Kiel, der Aufsteiger, weiterhin das bessere Team. Das Einzige, was fehlt, ist der konsequente Torabschluss. Auch die letzte Chance in diesem schwachen Nordderby gehört der KSV Holstein. Lindner, aber Brinkies hält zumindest einen Punkt fest. Es bleibt beim 0:0. Holstein Kiel hat das auch gut gemacht. Eine Mannschaft, die relativ zusammengeblieben ist, die schon sehr eingespielt ist. Und bei uns genau das Gegenteil. Wir haben eine völlig neu formierte Mannschaft. Dementsprechend auch mein Verhalten an der Außenlinie. Dass wir im Offensivbereich noch besser werden müssen, ist klar. Gegen den Ball haben wir leidenschaftlich gearbeitet. Aber wir müssen noch viel arbeiten. Jetzt sind wir mit einem guten Erlebnis in die Runde gekommen. Und jetzt lassen wir aber auf keinen Fall auch nur einen Prozentpunkt ab, sondern wir müssen gegen Saarbrücken zu Hause nachlegen. Und das heißt punkten, wieder punkten. Während die Kieler mit dem Auftakt in der dritten Liga durchaus zufrieden sein können, wartet auf Hansa-Trainer Bergmann noch viel Arbeit. Sein bester Mann war heute der 12. Die unermüdlich anfeuernden Rostocker Fans.
Tja, keine Tore also an der Küste. Wir bleiben aber gewissermaßen nah am Wasser, gehen mal zum